Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Tickle, dem Let's Play von Tickle Me Now. Wir spielen heute, ja, wie auch schon die letzten Folgen, immer noch Call of Duty Advanced Warfare Kampagne. Und genau da setzen wir auch jetzt wieder an und ja, sehen mal, was uns heute erwartet. Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Oh. Pacific Reaktor bei Seattle. Ja. Ja. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Bitte rufen Sie jetzt unter folgender Nummer ein. Wir sind der Weg nach vorn. Und spenden Sie Ihr Geld. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Also wirklich, erst sagst du leck mich und dann läufst du von mir weg. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Danke, ich hab dich auch lieb. Macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Joker. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Ihm geht es sicher gut. Sie sagen, dass es dort sicher ist. Du vertraust ihnen? Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Marschieren macht so viel Spaß. Erst recht, wenn die Vordermänner einfach langsamer sind. Und zwischendurch seltsam zucken. Moment, Captain! Scanner auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, was? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay, viel Glück da draußen. Und auf geht's. Gideon, Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Juhu. Aufsteigen. Geil.
Das ist wie der Sparrow in Destiny. Autopilot, ich bin doch nicht blöd. Bravo 2-1, der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo Ende. Und ja, was soll man noch sagen? Der Bildschirm ist auch wieder da. Wow. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Ein Moment. Vier Agenten. Hi. Justin, 0800. Bravo 2-1, passieren Linie Delta. Wachsam bleiben. Leute, es ist so enttäuschend. Ich brauche gerade rein gar nichts drücken. So viel hat sich nicht geändert. Also wenn man schon so ein geiles Teil fährt, ja, dann will man das doch auch selber lenken. Und Gas geben und alles. Aber no way. Wir eiern hier schön gemütlich. Sammelpunkt direkt vor uns. Mit Autopilot. Durch die Gegend. Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Ich durfte nicht mal Schlüssel umdrehen. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Okay, da war nichts. Nee. Räum Fahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Geht Ihnen alles gut? Gideon! Gideon! Also, wo ich das hier gerade so alles sehe, muss ich an Last of Us denken. Oh mein Gott. Wieder Angst, dass eine Birne platzt oder was? Was ein Schisser. Die Treppe hoch. Ja. Auch geil. Er sagt die Treppe hoch und versperrt mir den Weg. Irgendwann stelle ich ihm noch mal ein Bein. Und er halt seinen Finger nachts in lauwarmes Wasser. Kaugummi in die Haare. Hier lang. Ich
Ich mach mal wieder nichts. Rein gar nicht. Okay, ich glaube, jetzt kann ich was machen. Okay, ich kann zur Seite drücken. Das war's dann aber auch. Boah. Der ist so trottelig. Mitchell, Mitchell. Halt durch, ich komm runter. Okay, ich bin ganz leise. Ich bin eigentlich gar nicht da. Was? Wow, verpiss dich! Wo? Alter Verwalter. Puh. Ha, damit hat er nicht gerechnet. Wow. Ach, das ist, glaube ich, die MK14, oder? Ich habe gerade einfach genommen. Okay, die gehen weiter nach oben. Alles klar, so. Und weiter geht's. Drück ich doch. Yo. Stirb! Ah, dass das wohl weh tut. Ich komme. Bin gleich da. Der ist weg. Ich muss hier weg. Alter, ich kann nicht mal meine Exosprünge nehmen und die kannst du doch eigentlich immer. Oder sollte man eigentlich immer einsetzen können. Sanitäter, Sanitäter hierher!
vor. One-Shot. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie die Gegner spawnen. Ach, haben wir schon wieder? Moin. So, wo waren jetzt die Hunde? Da. Ey, die Scheiße sind denn bitte animiert, die Hunde? Das geht aber mal gar nicht fit. Also ganz ehrlich, momentan regt es mich hier ein bisschen auf. Er will eine Uhr. 12. Okay, hier haben wir ein ganz neues Modell von Alufelgen. Oh mein Gott. Teamwork. Wie ist die Lage? Sind am Treffpunkt in der Bates Street. Die KVA ist überall. Fast da. Kontakt, 2 Uhr. Alter Verwalter. Kontakt! 12 Uhr! Einmal Munition, bitte. Feuer! Feuer! Kontakt! 1 Uhr! Feindkontakt! Vorwärts! Ha, damit haben sie nicht gerechnet. Bam. Ne, 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 ne. Setz den Overdrive ein. 12 Uhr. Ich will schon Scharfschützen. Nein. Feuer. Oh, halt die Fresse. Thank you.
das ist nicht dein Ernst. Ich habe den gerade 5 Kugeln verpasst. Ich vertraue nie wieder jemanden von euch. Was hat er hier? Zielverbesserer, was ist das denn für ein Gedöns? Oha. Ich bin mal gespannt, ich teste das jetzt einfach mal. Oh Gott, ich hasse das. Luftvisier. Okay, mal eben kurz ausruhen. Sind sie? Bewegung! Feindliche Infanterie auf 12 Uhr! Alter, was war das? Hier rüber! Seht ihr, hier ist das jetzt wieder ein One-Shot? Wenn ich dann aber, warum auch immer, direkt vor den stehe und den 5 Kugeln gebe, dann nichts. Hier rüber! Status des Doktors. Biometrische Ordnung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt! Die Straße bietet keine Deckung, Boss! Der Wagen! Das ist unsere Deckung! Ja! Zum Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Yes! Joker, gib uns Deckung! Ich hab doch keine Nähe. Hallo, schießt noch jemand an? Ah, nee. Okay, also ich schieb jetzt. So viel zum Thema Deckung übrigens, ne? Mir hier eigentlich auch nur aussuchen, also wenn ich das Tick gedrückt halte, dann schiebe ich und wenn ich es loslasse, dann nicht, dann stehe ich halt wie doof dahinter. Aber wenn ich schiebe, kann ich jetzt auch nicht irgendwie ein bisschen die Richtung beeinflussen oder so, kein Stück. Also das hätte man wohl um einiges schöner machen können. Klar, wo kommt der denn jetzt her? Ich habe ja gerade gescannt. So, der war mal. Jetzt aber. Geschieben.
Bewegung! Bewegung! Das ist unsere richtige Schieberbande. Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Wir brauchen ihn lebend. Blendgranate! Hab ich gemerkt. Oh, das war ja auch eine. Oh, ich habe jetzt gerade einfach irgendwas gewechselt und. P. Warm. Zeig sie mir alle. Boah, das war knapp. Letzter Schuss. Ich kann ihn von hier nicht sehen. Wow, ich krieg schon. Jetzt. Oh, hi Joker. Ich verwechsel dich immer mit Joker von Batman. Tut mir leid. Und auf. Alter, ich habe Kreis gedrückt. Da, dumm oder so? Mitchell, die Tür auf. Okay, dann eben nochmal. Hau die Tür weg, Mitchell. Bam. Nicht schießen! Mitchell, schnapp ihn dir. Ich schnapp dich. Na, kürzlich Hades gesehen? Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Ich bin da. Alter, mir geht's gut. Kein Ding, mir geht's gut. Ja, yeah, den auch noch. Komm. Bam. Krass. Chamäleon-Menschen. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Oh. Die sind geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Das sind bestimmt Ghosts. Oder Chamäleons. Und das nächste Call of Duty wird auch heißen Call of Duty Chamäleons. Auf die Bikes. Los. Ja, yeah, ich darf wieder nichts machen, oder doch? Los, los, los! Boah, das ist jetzt komisch. Mit dem linken Stick gebe ich nur Gas. Mit dem rechten muss ich einfach nur lenken. Und eigentlich
muss ich hier auch immer Vollgas fahren, damit ich dranbleibe. Also ansonsten gibt es hier schon so ein kleines Problemchen. Achtung! Wow! Ich komme mir gerade vor wie so ein richtig cooler Typ. Also, damit meine ich jetzt so ein richtig cool. Nicht so ein halbwegs 0815 cool, ne? So undercut und Snapback. Da ist das Tor! Ich komme hier ganz schön ein bisschen so richtig hoch. Sag mal eben kurz Bescheid, was das ist. Prophet, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Gideon Ende. Yeah. Gideon Ende. Ich will auch so ein cooles Ende haben. Okay, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben oder abonniert unseren Kanal. Außerdem könnt ihr auch unsere Facebook-Seite liken. Und ja, falls es Kritik oder ähnliches gibt oder alles, was euch einfällt, auffällt, ausfällt und sonst noch so fällt, in die Kommentare. Alles klar. Bis nächsten Montag. Ciao.